Aber wir bleiben noch einen kleinen Moment in Cottbus, denn dort gab es heute einen Gerichtsbeschluss, von dem heißt es, er sei von grundsätzlicher Bedeutung. Mehr in den Nachrichten mit Manina Ferreira-Einbach. Das Amtsgericht Cottbus hat eine Asylsuchende aus Kamerun vom Vorwurf freigesprochen, die Residenzpflicht verletzt zu haben. In ihrem Urteil wandte die Kammer das seit kurzem geltende mildere Recht an. Der Richter musste entscheiden, ob ein Ausflug der in Forst lebenden Frau rechtens war. Sie war im vergangenen Jahr innerhalb Brandenburgs gereist. Ohne Genehmigung hätte sie ihren Landkreis aber nicht verlassen dürfen. Die Regelung ist inzwischen aufgehoben. Dafür hatte sich der Flüchtlingsrat eingesetzt. Es sind nach wie vor einige Verfahren an Gerichten in Brandenburg anhängig wegen der Residenzpflicht, bevor diese Änderungen in Kraft getreten sind. Die einzige Konsequenz wäre jetzt eine Aussetzung der Strafverfolgung, weil diese Leute sich heute nicht mehr strafbar machen könnten. In Brandenburg leben rund 1.100 Asylbewerber und 1.700 Geduldete.